Bei FRM aktuell jetzt telefonisch zugeschaltet ist Gerlinde Hildebrandt, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. Frau Hildebrandt, auch Ihre Behörde hat sich ja jetzt vorbereitet, hat gestern eine Pressemitteilung ausgegeben, um diese Lage doch in den Griff zu bekommen. Was sind dort die genauen Dinge, die Sie jetzt beschlossen haben? Ja, also sagen wir, unsere Maßnahmen ordnen sich ja so ein bisschen ein in das, was eigentlich täglich hier auch im Land passiert. Wir schränken also unseren öffentlichen Zugang ein. Das spricht also, wir schließen in dem Sinne unser Haus für den Kundenverkehr. Ab morgen werden an der Stelle nur noch für absolute Notfälle, also ich betone wirklich absolute Notfälle, persönlich zugänglich sein. Und der Notfall beschränkt sich wirklich auch auf, wie soll ich sagen, existenzielle finanzielle Nöte. Ne? Also wenn derjenige möglicherweise sein Geld nicht bekommt. Mhm. Und da sind wir genau an dem Punkt, warum tun wir das? Wir tun es zum einen natürlich aus den Gründen des Gesundheitsschutzes für unsere Kunden, um also auch die Spielregeln einhalten zu können, auf die wir ja seit Tagen oder Wochen hingewiesen werden, ne, für die Kunden, für unsere eigenen Mitarbeiter und daraus folgend auch die Arbeitsfähigkeit unserer Organisation zu erhalten. Also bei uns wird wirklich jetzt prioritär die Leistungsgewährung eingeordnet. Also wir stellen mit allen Mitteln sicher, dass unsere Kunden ihre Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, aber auch Leistungen, die der Arbeitgeber jetzt möglicherweise zur Bewältigung dieser Krise, also sprich Kurzarbeitergeld, benötigt, sicherzustellen. Also dort werden wir unsere Kapazitäten und unsere Ressourcen absolut konzentrieren. Also wir haben eine extra Hotline eingerichtet für unsere Arbeitnehmerkunden. Also wenn ich die Telefonnummer Ihnen einfach auch nochmal nennen darf, ja, dann ist das als einmal die 03501 für Pirna und dann die 791 und dreimal die 5. Also das ist eine Service-Hotline für die Arbeitnehmer, eine Service-Hotline für die Arbeitgeber, die existiert schon, die ist in unserem Kundenkreis eigentlich hinreichend bekannt. Und wir werden auch, über entsprechende Newsletter, Flyer, die wir per E-Mail oder online dann zur Verfügung stellen, wirklich zu der Situation immer recht schnell und entsprechend der sich verändernden Bedingungen informieren. Wir sind grundsätzlich erreichbar, ne? Also die vornehmlichen Kommunikationswege an der Stelle Telefon und auch unsere bekannten Wege, ja, was den elektronischen Service und die Online-Angebote angeht. Ja. Jetzt habe ich hier gelesen, alle Anliegen kann man telefonisch am liebsten also per Internet klären, alle Anträge. Und Sie gehen sogar so weit, dass das bis 30. Juni gültig sein soll. Ist das richtig? Also wir verändern auch die Rahmenbedingungen, was Arbeitslosenmeldungen angeht. Das ist ja leider nicht auszuschließen, dass es aufgrund der Situation dort möglicherweise den einen oder anderen in der Form treffen wird, obwohl wir es also wirklich wollen vermeiden, auch über das offensive Angebot von Kurzarbeitergeld. Aber wie gesagt, sollte es dann diesen Worst Case an der Stelle in der Beschäftigungssituation geben, dann ist auch die Arbeitslosenmeldung online und in dem Sinne telefonisch möglich. Mhm. Der eine andere wird vielleicht fragen, im Gesetz steht doch aber, ich muss mich persönlich vorstellen oder meine Identifizierung dort irgendwo mit einem Personalausweis nochmal oder meine Person dort nochmal nachweisen. Das ist alles ausgesetzt. Ja. Es ist in dem Sinne die persönliche Vorsprache. Und ich betone nochmal, auch im Sinne des Kunden, des Schutzes des Kundens, nicht notwendig. Das werden wir nachholen. Das wird nicht in dem Sinne in die Unendlichkeit gestellt. Wir werden das nachholen. Dazu wird der Kunde aber einen Termin bekommen. Ja. Wenn sich die Situation hoffentlich, man weiß ja gar nicht, in welchem Zeitfenster wir jetzt hier irgendwo sprechen sollten, aber wenn sich die Situation entspannt, werden wir die Kunden einladen und dann werden wir auch diese, Formalität ordnungsgemäß erledigen. Aber da braucht kein Kunde irgendwelche Bedenken haben. Ihm erwachsen keinerlei Nachteile an der Stelle. Ja. Auch wenn der eine oder andere jetzt für die nächsten Tage oder Woche bei uns einen Termin hat, die Termine sind gecancelt. Okay. Es braucht dort keiner mehr nochmal anrufen und sagen, hier, ich habe doch aber einen Termin und so weiter, was ist denn da? Die Termine sind abgesagt und die sind abgesagt, ohne dass irgendwelche rechtlichen Konsequenzen daraus erwachsen würden. Deswegen auch nochmal die Bitte, nutzen Sie insbesondere
insbesondere unsere Telefonhotline auch in dem Sinne für dringende Anliegen. Ja. Weil Sie werden verstehen, seitdem wir das gestern publiziert haben, haben wir ein erhöhtes Anrufaufkommen. Wir werden dem kaum Herr. Ne, wir versuchen jetzt, nicht versuchen, wir bauen das in dem Sinne technisch jetzt in den nächsten Stunden aus. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir werden bei uns Ressourcen verlagern in diese Bereiche, in diese kritischen Bereiche, dass wir sagen, okay, die Hotline wird abgesichert und so weiter. Wir werden auch, sagen wir, die elektronische Mailbearbeitung dort nochmal kapazitiv stärken, dass wir also auch wirklich zeitnah dem Anliegen des Kunden oder des Bürgers dann irgendeine Reaktion zeigen können. Frau Hildebrand, bitte. Nochmal der wirklich Appell. Kommen Sie bei uns nicht ins Haus zu Ihrem eigenen Schutz, ne, wenn es nicht zwingend in dem Sinne aus ausschließlich finanziellen Gründen notwendig ist. Und als finanzielle Gründe sage ich mal nicht, ich habe hier meine Bewerbungskosten mal noch nicht erstattet bekommen. Ne? Also das ist für uns auch kein Notfall und dann bekommen Sie aus dem Grund auch keinen Zutritt ins Haus. Okay, jetzt eine kleine Zwischenfrage hätte ich noch und zwar zum Thema, also ab morgen sind ja auch die Hotels und Gaststätten dicht. Wenn jetzt praktisch entlassen werden müssen die Angestellten eines Hotels oder einer Gaststätte, ab wann kann man denn dann rechnen, dass die dann auch wieder ihr Arbeitslosengeld bekommen oder einen Vorschuss oder jedenfalls wieder flüchtig sind? Ja. Also ich sag mal so, die Geschichte, was gerade die Hotellerie und Gastronomie angeht, ist ja schon seit, sag mal, 14 Tagen kritisch geworden. Auch dort versuchen wir den Arbeitgeber über Kurzarbeitergeld, Zwischenlösungen anzubieten. Ne, wir wissen alle, dass gerade in dem Bereich Fachkräfte ein rares Gut sind. Also sie kriegen ja heute auf dem freien Markt, in dem sie kaum noch irgendwo entsprechend ausgebildete Köche oder Restaurantfachleute. Also deswegen auch nochmal an der Stelle der Appell an die Arbeitgeber, versuchen Sie so weit wie möglich doch wirklich Ihr Personal über solche Dinge bei der Stange zu halten. Es werden in dem Sinne ja auch erleichterte Bedingungen, was Kurzarbeitergeld, also Kurzarbeitergeld ist ja auch so immer im Kontext, es müssen vorher alle Stundenguthaben aus abgebaut werden und ne, es müssen erstmal andere Lösungen geprüft werden. Da hat der Gesetzgeber jetzt erleichterte Bedingungen geschaffen. Dazu informieren unsere Kollegen aus dem gemeinsamen Arbeitgeberservice. Wir haben auch einen Flyer vorbereitet, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir werden heute über unseren Arbeitgeber-Newsletter nochmal die Arbeitgeber informieren. Aber haben Sie Verständnis? Also wir sind momentan in einer, also die Halbwertszeit von manchen Informationen ist auch sehr kurz, weil wir auch ständig von irgendwelchen Veränderungen dort irgendwo leben und die natürlich auch bei den Geschichten dort berücksichtigen wollen. Ja. Sollte es doch zur Arbeitslosigkeit kommen, habe ich ja schon gesagt. Also wie gesagt, umgehende telefonische oder Online-Arbeitslosmeldung. Und ich sage es jetzt mal so, und das unterstreicht vorhin meinen Satz nochmal, dass wir die Kapazitäten wirklich auf den Bereich der Leistungsgewährung dort konzentrieren. Wir haben bei uns bestimmte Bearbeitungslevel und die heißen beim Arbeitslosengeld 10 Tage. So, und in dem Zeitfenster soll sichergestellt werden und deswegen nochmal der ausdrückliche Satz, die Leistungsgewährung hat für unsere Organisation in dieser Zeit die oberste Priorität. Also es soll kein Kunde, egal ob das jetzt ein Arbeitnehmerkunde ist oder ob das ein Arbeitgeberkunde ist, irgendwie in finanzielle Nöte aus diesen Gründen geraten. Ne? Ja. Und deswegen ist das für uns so wichtig. Und deswegen, wie gesagt, schaufeln wir auch innerhalb unseres Hauses unsere Ressourcen momentan in den Bereichen um. Okay. Ne? Also 10 Tage. Es sollte, wie gesagt, das ist die oberste Zielstellung, ne? Sicherstellung der Existenz. Ja. Also Frau Hildebrand, das sind erstmal so die aktuellen Informationen gewesen. Ich merke schon auch, dass Sie das ja mitnimmt. das ist nur, ich bin einfach, also um Gottes Willen, wenn ich das jetzt sage, ich bin etwas erkältet. Ne, deswegen ist dann irgendwo meine Stimme. aber ich meine, Sie... Ich bin nur erkältet. Gut, also Sie sind praktisch gerüstet auf das, was kommt, wie lange das jetzt gehen wird. Weiß kein Mensch. Wir hoffen, dass Sie da mit Ihren Angestellten das alles gut regeln können. Und sollte es Neuigkeiten geben, dann telefonieren wir wieder miteinander. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund und vielen Dank fürs Gespräch. Die Wünsche gebe ich zurück. Vielen Dank.